Yo, 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 Leute! Herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask! Wir sind immer noch in dem geilen Dungeon hier. Und, wir müssen heute den Endspurt hinlegen. Ja, wir haben's bald. Wir haben eigentlich alles gemacht, Leute. Wir müssen nur noch eine Fee finden und den Boss platt machen. Und dann haben wir das Ganze hier hinter uns gebracht. Das ging einfacher, als ich dachte. Ha, auf jeden Fall nochmal sorry wegen letzten Part. Da habe ich ein bisschen verkackt, weil ich da diesen Cut drin hatte. Ich hoffe, ihr seid da nicht zu sauer gewesen. Und wir wollen, wie gesagt, noch eine Fee finden. Ich glaube, die dürfte da in der Mitte sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ist da drin. Ja, da ist sie. So, jetzt muss ich bloß noch irgendwie da dran kommen. Nein, 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 Moment. Wir laufen mal Richtung Mitte. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Komm schon, sammel sie ein. Nein, komm schon. Yeah, du hast alle vierten Feen gefunden. Bring sie rasch zu ihren Freunden, die in der gleichfarbigen Glanz erstrahlen und leuchten oder irgendwie sowas. So, Leute, sehr schön. Wir haben alles geschafft. So, jetzt muss ich nur noch zum Boss kommen eigentlich. So, wo ist mein Boss? Zweite Etage. Also hier irgendwo. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, entweder ganz unten oder ganz, Moment, mal ganz kurz. Ich glaube, hier war er drin, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, der war da unten. Ich glaube. So. Hier sollte doch eigentlich der Bossraum sein. Ja, das war er auch. Leute, das hier habt ihr, glaube ich, verpasst, ja. Weil hier waren auch noch zwei Feen. Einmal, da drunter. Unter diesen komischen Dingens. Und einmal da unten im Wasser, da war das so ein Weg zurück für in die Mitte. Da war eine Fee und da war eine Fee. Die habe ich mir noch geholt gehabt. Nur damit ihr Bescheid wisst. Nicht, dass es heißt hier, ich sag ja nicht, was ich hier mache. Und hier war ich halt auch schon mal kurz im letzten Part. Und habe da das Ding schon reingedreht. Hier war auch noch so ein Schalter, den habe ich schon mal reingedreht. Ja, und jetzt ist eine Verbindung da. Jetzt ist hier die Wasserfontäne da. Und jetzt können wir zum Boss, Leute. Jumping! Oh Leute, das ist ein richtig ekliger Boss. Dieser Gyros, wie er heißt. Ich hab irgendwie so heißt er doch. Der ist ein bisschen ein Drecksack-Gegner. Ich würde sagen, Leute, durchatmen. Es ist Boss-Time. Auf geht's! Und wir müssen erstmal in ein Loch springen. Und jump! Oh mein Gott! Okay. Und da lauert er schon. Ich bin mal gespannt, ob ich beim ersten Mal packe. Aber ich bin guter Dinge, weil wir haben ja relativ viel Herzen schon gesammelt und wir haben eine Fee am Start noch. Von daher gucken wir mal, ob wir den großen Fischi hier platt machen können. Oh, da ist er. Versklavter Wächter der Meere. Gyorg. Gyorg. Okay, nicht Gyros, sondern Gyorg. Aber Gyros finde ich auch gut. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie gingen der überhaupt nochmal? Moment, was hat Taya zu sagen? Taya? Taya, Blätze, give me some informations. Kommst du ihm jetzt zu nah, will er dich verschlingen? Ziele aus der Ferne auf ihn, um ihn zu schwächen. Okay, dann versuchen wir es mal hiermit. Wow. Okay. Drecksack. Moment, Moment, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht ins Wasser. Moment, komm schon, triff ihn. Ich habe ihn getroffen sogar. Yeah. Und jetzt? Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt abtauchen und in ihn draufschlagen? Moment, probieren wir mal. Ja, das klappt sogar. Okay, das hat geklappt irgendwie. Also schwächen und dann hingehen. Moment, Leute. Erstmal ein bisschen Magie holen. Wir haben viel zu wenig Magie. Hallo? Kannst du mich ausspucken? Bitte. Don't do this. Blätze. So, Magie. Dankeschön. So, das reicht erstmal, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal... Kann ich ihn eigentlich auch mit dem hier schwächen? Moment. Wir versuchen das mal. Jawohl! Wie das klappt. Moment, das klappt sogar sehr gut. Moment. Alter, der nimmt voll Schaden und so. Okay, das war wohl Phase 1 dann schon.
Das war Phase 1 schon. Oh Gott, jetzt kommt Minifische. Nein, don't do this. Na kommt her, ihr Fijis. Komm. Was? Er hat mich oh nein, er frisst mich schon wieder. Was zur Hölle mache ich denn jetzt? Ich habe einfach meine Maske abgezogen, während er mich frisst. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich eigentlich... Kann ich da eigentlich Herzen mir holen durch diese Viecher? Okay, ich weiß gerade nicht so genau. Oh ja! Herze! Die geben wirklich Herze! Nein! Er hat mich schon wieder im Maul! Oh, du scheiß Drecksvieh, hör auf mit mir zu fressen! So sind die mir fressen! fast geschafft! Was ist eigentlich hier in den Krügen drin? Ist da vielleicht noch ein bisschen Energy für mich drin? Bisschen Pfeile und so. Kann ich ihn eigentlich auch von hier oben treffen? So, ich meine so mit Pfeile und so. Probieren wir mal aus. Komm her, du Vieh. Wow. Nein, oh Gott, was tut es? Ich will ihn doch bloß shooten. Alter, was zur Hölle? Er ist ein bisschen aggressiv, der Typ. Der ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Okay, wir versuchen es doch wieder im Wasser, merke ich. Er nimmt aber auch keinen Schaden mehr dadurch, habe ich das Gefühl. Am Anfang hat er durch Schaden genommen, jetzt plötzlich nicht mehr. Ja, jetzt hat er wieder Schaden genommen, okay. Oh Gott, mir fehlt es gerade ein bisschen an Energie. An Magie und Energie. Fehlt mir gerade beides ein bisschen. Ich habe noch eine Fee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen aufpassen sollte. Oh Gott. Nein. Da hinten ist kein... Doch, da hinten ist noch ein Krug. Verschwinde mal, Typ. Mann, der nimmt aber auch keinen Schaden dadurch. Mann, hör auf mich zu fressen, du Fuck. Er hat mich getötet. Leute, er hat mich getötet. Okay, wir haben noch eine Fee. Glaube ich, ja. Eine Fee haben wir noch. Aber jetzt muss ich mich aber ein bisschen hier... Hä? Ich weiß halt nicht mehr genau, wie die Taktik ist bei ihm. Ich habe da ein bisschen Respekt gerade vor, weil ich nicht weiß, wie und wann ich ihn schaden kann. Ob ich von hinten ran muss, ob ich von vorne ran muss. Okay, von vorne ist vielleicht nicht die beste Idee. Er nimmt mich aber auch immer in sein scheiß Maul, Drecksvieh, Mann. Ja, von wo nimmt denn der Schaden? Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Sind wir Herzen drin? Da sind nur Pfeile drin. Ich will Herzen haben. Nein, das sind keine Herzen. Ja, ich würde ihn gerne mit den Pfeilen treffen. Aber ich weiß auch nie, wo er ist. Wo ist er denn gerade? Da ist er. Komm her. Okay, davon nehme ich aber keinen Schaden, Gott sei Dank. Okay. Ja, komm, visier ihn doch an. Autsch. Mann! Du Drecksvieh! Du dummes Drecksvieh! Das ist... Autsch. Super, Link! Nein! Don't do this! Please! Don't do this! Oh Gott! Hier in der Mitte bin ich sicher. Hier in der Mitte, Mann! Hier in der Mitte, Mann. Okay, ramm doch nochmal das Ding hier. Ja, kann mir eh nichts passieren hier in der Mitte. Und jetzt müsste ich irgendwie angreifen können, vielleicht. Wo bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Wie sie dich? Oh Gott. Komm, Taya, anvisieren. Ja. Nimmt er dadurch Schaden? Ich weiß es nicht, ob er dadurch Schaden nimmt. Abtauchen. Komm, einfach draufschlagen. Ich habe ihn besiegt. Leute, ich habe ihn besiegt. Oh Gott, Alter. Ich hab schon richtig Schiss gehabt, ne, dass ich das verkacke hier. Oh, Gott sei Dank. Okay, Leute. Das war Gyros. Oder Gyroar. Ich sag Gyros zu. Ist viel cooler. Okay, Leute. Wow. Ich habe echt gedacht, den verkacke ich jetzt noch. Und es klingelt bei mir, Leute. Moment, ich muss ganz kurz mal die Tür öffnen. Kurzen Moment.
So, zurück. Wo war man stehen geblieben? Ach, ich hab den Gyros-Typen besiegt. Leute, erstmal den Herzcontainer schnappen. Oh yeah, du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Energieleiste ist jetzt saugeil hoch schon. Ach Leute, guckt es euch mal an. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herze. Einen Container kriegen wir noch. Sprich 6 Herze. Sprich 4 mal 6, sprich 24 Herze. Yeah. Okay, was, noch 24 Herzcontainer? Das ist auch viel irgendwie. Leute, egal. Wir verwandeln uns zurück in einen normalen Link und holen uns den Gyros-Meister. Oh yeah! Gyorgs Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Gyorgs, Gott, was für ein Name eigentlich, gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Surprise, surprise. Okay, Leute. Ach, schön. Richtig, richtig nice. Jetzt haben wir sogar schon 3 von 4 Dungeons beendet. Ach, Leute. Oh, und die Weisen mal wieder. Die Weisen. Hey, hör doch, wir brauchen deine Hilfe. Wenn du dich jetzt abwendest, wird dieser Welt etwas Schreckliches zustoßen, Mann. Ihr seid die Einzigen, die dieses Unheil abwenden können. Das war es, was Tael uns sagen wollte. Was? Helft uns unserem helft unserem Freund. Ne, Freund, oder? Ja, Freund. Helft unserem Freund. Ja, wir helfen jedem, wie immer eigentlich. Ich verstehe, wir sollen auch den Letzten helfen. Okay, Mann. Dann gebt uns ein Versprechen. Auch ihr werdet uns helfen, okay? Herr Taya dealt gerade mit den Göttern. Und da sind wir back bei der Schildkröte. Ach, ist das schön. Nun kann ich mich wieder zur Ruhe begeben. Auch ich muss den ewigen Gesetzen gehorchen, doch werde ich durch den Schleier des Schlafes hindurch die Welt beobachten. Das Böse, das dieses Land heimsucht, ist noch nicht verschwunden, Link, aber erst nachdem Lulus Stimme noch einmal meine Seele liebkost hat, werde ich wieder gehen. Ich glaube, die Götter werden das gestatten. Hey ja, hey ja, hey ja. Okay, doke. Holen wir uns. Doch, was soll er? Holen wir uns erstmal noch eine Fee, weil die Fee hat uns gute Dienste geleistet. So, damit wir auch so schnell nicht mehr sterben. So, wir sind ja erstmal Tag 2, wir können noch ein bisschen was machen hier, bevor wir die Zeit zurückdrehen. Das heißt, was heißt denn das eigentlich? Wir müssen als allererstes auch mal jetzt Dingens machen, die Feen zurückgeben. Kann man einer sagen, wo man die zurückgibt? Kann man einer sagen, wo man die zurückgibt? Ich bin gerade ernsthaft verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo man die Feen zurückgibt. Moment, Leute. Lass mal ganz kurz ein bisschen hier den Meeresgrund erforschen. Vielleicht ja irgendwo da unten. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Moment, wir schwimmen einfach mal ein bisschen hier unten rum. Weil es ja irgendwo eine Höhle. Eine Höhle ist hier vielleicht irgendwo. Oh, jetzt bin ich zu weit geschwommen. Oh, und da bin ich ganz am Anfang gelandet. Wie freundlich. Oder ist die Höhle da hinten? Ich weiß es nicht. Moment, wir gucken nochmal ganz kurz, ob die Höhle da hinten ist. Weil ich möchte die Fee natürlich abgeben. Oh ja, aber erstmal ein paar stylische Sprünge noch machen. So. Was ist hier? Ich möchte eigentlich alles mal ein bisschen erforschen. Man weiß ja nie, unter welchem Felsen was für ein Geheimnis liegt. Also, Bams. Guckt, Leute, Geheimnisse. I found some secrets. Und da ist eine Truhe drin. Aua. Sehr gut, Gorone, du hast es drauf. So, 20 Rubine wahrscheinlich oder irgend so ein Quark.
Oh nein, Krabbelminen. Oh, okay. Also wenn man irgendwann mal Krabbelminen suchen und kein Geld ausgeben wollen, können wir uns die hier holen. Bleiben diese Truhen eigentlich offen? Ich weiß es gerade nämlich ehrlich gesagt nicht. Oh mein Gott, der Bildschirm verzieht sich. Das ist weniger gut. Aber da hinten sollte sogar die Feenquelle sein, wenn mich nicht alles täuscht. Moment. Da kommen wir noch hin, bevor der Tag vorbei ist. Ich hab da echt gerade, ich bin da gute Dinge. Aber der Part ist vorbei. Der Part ist vorbei, Leute. Im nächsten Part werden wir die Fee noch aufsuchen. Dann werden wir nochmal ganz kurz bei den Zoras vorbeigucken. Und dann ist alles vollkommen cool, Leute. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und tschaußen. Und wir haben den Tempel gepackt. Juhu.